Herzlich willkommen bei der Aufbauanleitung für Terrassenüberdachungen aus Holz der Firma Luxbach GmbH. Wir erklären Ihnen in diesem Video den Aufbau und die Einstellungsmöglichkeiten unserer Holzterrassenüberdachungen. Folgende Unterkonstruktionsvarianten sind bei uns erhältlich: die Wandmontage mit einer direkten Verschraubung an der Hauswand sowie eine freistehende Konstruktion. Hier ist keine Verbindung zur Hauswand notwendig. In unserem 3D-Online-Konfigurator können Sie neben vielen Standardgrößen auch direkt Ihr Wunschmaß in Zentimeter genau angeben, eine Pfostenreduzierung sowie Pfostenhöhe auswählen. Die Dachneigung können Sie bei der Montage selber einstellen. Dabei empfehlen wir Ihnen eine Neigung zwischen 5 und 10 Grad. Auch den Sparrenüberstand können Sie bei der Montage flexibel einstellen. Darauf werden wir im weiteren Verlauf des Videos genauer eingehen. Die äußeren Pfosten können zwischen 10 und 30 cm oder mit einem zusätzlichen Kopfband zwischen 50 und 70 cm eingerückt werden. Falls Sie die Position der mittleren Pfosten verstellen möchten oder andere Sonderwünsche haben, müssen diese mit einem unserer Fachberater vorher abgesprochen werden. Bitte lagern Sie bis zur Montage das Material trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt. Falls Sie die Unterkonstruktion bereits lackiert bestellt haben, entfernen Sie bitte die Schutzfolie bei der Lagerung. Wenn Sie das Holz unbehandelt bestellt haben, empfehlen wir Ihnen, den Anstrich vor der Montage durchzuführen. Bevor wir mit der Montage beginnen, sollten folgende Vorkehrungen getroffen werden. Organisieren Sie 1 bis 2 Helfer und planen Sie für die Montage ca. einen Tag ein. Folgendes Werkzeug wird benötigt: Maßband, Wasserwaage, Leiter, gegebenenfalls eine Holzsäge zum Anpassen der Balken, Bohrmaschine, passende Bits und Holzbohrer in 5 und 7 mm. Bitte beachten Sie, dass im Bausatz keine Montageschrauben für die Wandfette mitgeliefert werden. Diese sind je nach Mauerwerk und Dämmung immer unterschiedlich. Lassen Sie sich dazu im Fachmarkt beraten. Wir empfehlen Ihnen, unter jedem Sparren eine M16-Schraube zu verwenden. Für die Befestigung der Pfosten sind je nach Untergrund geeignete Pfostenschuhe oder Haaranker in einem Punktfundament mit dem Maß 60 x 60 cm und 80 cm tief zu verwenden. Bitte beachten Sie dabei, dass die Pfosten einen Abstand von ca. 2 cm zum Boden haben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beginnen wir nun mit dem Aufbau der Unterkonstruktion. Als erstes legen Sie die Höhe der Wandfette an der Wand fest. Dabei können Sie die Dachneigung verstellen. Genauso durch eine Kürzung der vorderen Pfosten. Wir empfehlen 5 bis 10 Grad. Sobald Sie die Position der Wandfette festgelegt haben, überprüfen Sie diese mit einer Wasserwaage. Anschließend bohren Sie die Löcher für die Wandbefestigung und befestigen die Wandfette an der Wand. Als nächstes wird die Fußfette mit den Pfosten vorbereitet. Legen Sie dazu die Bauteile wie abgebildet auf den Boden. Legen Sie die Position der Außenpfosten fest. Dazu können die äußeren Pfosten zwischen 10 und 30 cm oder mit einem zusätzlichen Kopfband 50 bis 70 cm vom Rand eingerückt werden. Die Pfosten müssen in einem rechten Winkel zur Fette liegen. Bohren Sie die Fette mit einem 5 mm Holzbohrer vor und schrauben Sie mit 2 S1 Senkkopfschrauben den Pfosten fest. Der Pfettenstoß muss immer auf einem Pfosten mittig zusammentreffen. Verwenden Sie hier jeweils 2 S1 Schrauben pro Pfettenteil. Als nächstes werden die Kopfbänder angebracht. Bohren Sie mit einem 5 mm Holzbohrer vor und schrauben diese mit je 2 S2 Senkkopfschrauben fest. Stellen Sie den fertigen Rahmen auf und bringen Sie diesen in Waage. Bei freistehenden Überdachungen wiederholen Sie den Montageschritt für den hinteren Rahmen. Hierbei ist zu beachten, dass die vorderen und hinteren Außenpfosten parallel zueinander stehen. Bei einer freistehenden Überdachung werden die hinteren Pfosten 50 cm länger geliefert. Durch die Kürzung der Pfosten kann die Dachneigung verstellt werden.
Der Abstand des Rahmens ist zur Wand variabel. Dabei kann der vordere Sparrenüberstand zwischen 10 und 50 cm eingestellt werden. Bei einer freistehenden Konstruktion kann ebenfalls der hintere Sparrenüberstand zwischen 0 und 50 cm eingestellt werden. Stellen Sie nun den Abstand der Pfetten zueinander fest. Sowohl bei einer Wandmontage als auch bei einer freistehenden Unterkonstruktion müssen die Pfetten parallel stehen. Das können Sie durch eine Messung der Pfetten zueinander und der Diagonalen prüfen. Dabei müssen die Abstände A und B jeweils gleich sein. Sobald Sie die Abstände festgelegt haben, kürzen Sie bei freistehenden Überdachungen den Querbalken auf das lichte Maß zwischen den Rahmen. Bringen Sie den Querbalken in Waage. Nach dem Vorbohren schrauben Sie diese mit je 2 S1 Schrauben pro Seite fest. Falls die Überdachung am Haus steht, müssten diese etwas vorgeschoben werden, um die Querbalken zu montieren. Anschließend montieren Sie die Kopfbänder mit je 2 S2 Schrauben. Legen Sie nun die Außensparren parallel auf die Pfetten auf. Prüfen Sie noch einmal die Rechtwinkligkeit der gesamten Dachfläche. Dabei müssen die Abstände A und B die gleiche Länge aufweisen. Bohren Sie die Sparren mit dem 7 mm Holzbohrer vor und schrauben Sie diese mit jeweils 2 S3 Tellerkopfschrauben fest. Nachdem nun die Überdachung komplett ausgerichtet ist, montieren Sie die Pfosten mit der Bodenbefestigung. Legen Sie nun die restlichen Sparren in den richtigen Abständen auf. Dabei beträgt der Messpunkt der äußeren Sparren 3 cm vom Rand. Von diesem Messpunkt liegt der Mittelpunkt der inneren Sparren Scheibenbreite plus 2 cm. Bohren Sie die Sparren mit dem 7 mm Holzbohrer vor und schrauben Sie diese mit jeweils 2 S3 Tellerkopfschrauben fest. Geschafft! Sie haben die Unterkonstruktion fertiggestellt. Schauen Sie sich nun die Montageeinleitung Ihrer gewünschten Dacheindeckung an.